Eins ist die Pilotenbrille oder auch Aviator genannt. Diese Brillenform komplementiert im Prinzip sämtliche Gesichtsformen und du siehst sie ja auch bei Männern und Frauen gleichermaßen. Bei beiden sieht das echt stimmig aus und wenn du zweifelst, ob und welche Brille am besten zu dir passt, dann kannst du mit dieser Brille wenig falsch machen. Es gibt hier natürlich innerhalb der Kategorie große Abweichungen, wie zum Beispiel Rahmenstärke, Brillengröße, die viel wichtiger ist als alles andere, und auch die Geometrie der Brille. Hast du ein markant quadratisches und kantiges Gesicht, dann kann eine quadratische Pilotenbrille ästhetische Nachteile haben. Andersrum, wenn du ein auffällig rundes Gesicht hast, solltest du vermutlich nicht zu einer runden Aviator greifen, schon gar nicht zu einer mit ausgeprägter Teardrop-Form. Die zweite Brillenart sind Wayfarers, die von Natur aus eher quadratisch daherkommen und daher sehr gut zu ovalen Gesichtern passen. Und ein ovales Gesicht, das ist einfach das, was die große Mehrheit der Leute nun mal hat. Wayfarer wirst du meist mit Plastikrahmen finden, hier und da auch mit Metallelementen. Was erstens ein Zeichen ist, dass sie weniger klassisch und mehr casual ist und auch, dass sie für den normalen Alltag aufgrund ihres Understatements perfekt geeignet sind. Eine sehr interessante Brillenart, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, ist die Clubmaster. Und du siehst auch immer mehr Persönlichkeiten in Film und Fernsehen damit rumlaufen. Was hältst du von diesen Modellen? Ist das eine Option für dich? Ich mag die nämlich recht gerne. Lass es mich wissen und schreib mir mal einen Kommentar unten rein. Technisch betrachtet ist der Begriff Clubmaster übrigens eine Ray-Ban-Kreation. Hier hast du sozusagen eine Mischform aus Aviator und Wayfarers. Und ich würde die Brille als die klassischste von allen einordnen. Was aber nicht heißt, dass du damit nicht auch am Strand eine gute Figur machst. Was die Abmessungen der Brille anbelangt, sind die meist kompakt. Was bedeutet, dass es besonders gut auf normalen und kompakteren Köpfen aussieht. Wirf auch hier gerne einen Blick auf meine Selektion mit Top-Preisen, die ich dir unten verlinkt habe. Zu guter Letzt noch einen Blick auf die Sportbrille. Die ist eher informell und wird im Englischen Wraparound genannt. Auch hier gibt es sehr viele Ausführungen, aber charakteristisch ist, dass die Brille wie aus einem Guss daherkommt und sich Rahmen und Bügel sozusagen an den Kopf anschmiegen. Bei dieser Brille steht Funktionalität im Vordergrund. Das heißt, du trägst sie eher zu sportlichen Anlässen, in Kombination mit Anzug oder schon bei einem einfachen Sakko im urbanen Bereich kann sie ein bisschen deplatziert wirken. Auf meiner Webseite habe ich übrigens zu allen vier Kategorien handselektiert Modelle rausgesucht, die für ihre Marke zu extrem günstigen Konditionen angeboten werden. Ich rede hier von 30-40% unter dem für den Hersteller typischen Preis. Und ja, wenn du einen sehr guten Deal machen willst, dann klick den Link, den ich dir unten in die Beschreibung gesetzt habe.